Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Micha und der Mike. Moin Moin! Hey Leute! Ja. Wir fahren heute zusammen Formel 1 und nicht nur heute, sondern wir fahren eine ganze Saison, 22 Rennen zusammen und das Ganze gibt es auf allen Kanälen, auf Mike's, auf Micha's, ist natürlich oben rechts in der Infokarte verlinkt und bei den jeweiligen Videos sind wir natürlich auch in der Infokarte verlinkt, das ist ganz verrückt. Wir sind bei allen unterschiedlichen Teams, steckt auf jeden Fall ab die anderen Videos, um zu sehen, wo wer ist. Wir fahren ein kurzes Qualifying mit 50% Rennen. Und ich checke auf jeden Fall erstmal das Wetter. Du leckst gerade bei mir des Todes. Ja, bei mir auch. Aber wir haben dich schon einigermaßen verstanden. Wie schon gesagt, also wir freuen uns natürlich, wir haben das schon ein paar Jahre lang gemacht, ich und Jan. Heute haben wir Micha mit dabei. Ich freue mich einfach drauf. Hey, der Anfänger ist auch dabei. Ja. Nein, ich freue mich einfach, dich dabei zu haben. Wir sind bei drei unterschiedlichen Teams, das heißt, wir fahren nicht in gleichen Teams. Jan ist bei AlphaTauri, Micha bei Renault und ich bei Mercedes. Hat den einfachen Grund, dass wir das so ein bisschen an unsere Stärken angepasst haben. Also ich bin aktuell der beste Fahrer, deswegen fahre ich bei Mercedes und so haben wir das quasi aufgebaut. Nicht, dass ihr jetzt sagt, so, wow, du bei Mercedes, er bei Renault und sowas, weiß ich, voll der Unterschied. So mussten wir das quasi aufbauen, dass es einigermaßen realistisch ist. Und ich bin natürlich mega gespannt, wie das jetzt abläuft. Im zweiten Fahrersitz nur geschnappt. Stimmt. Ja, ich bin tatsächlich. Ich habe Hamilton ersetzt. Musste ich machen, weil hier, guck mal auf dem T-Shirt, da steht Bottas. Also, wenn wir den nicht mehr dabei haben, das wäre ja schade. Ich habe übrigens ein paar Probleme bei der Einführungsrunde und beim Rennstart, weil meine Kupplung irgendwie ein paar Probleme macht. Ich hoffe, dass das jetzt heute dann super funktioniert. Ich muss gerade schon richtig langsam tun, dass Jan ein bisschen Abstand zu mir hat. Ja, zu mir brauchst du viel Abstand. Ich weiß gar nicht, dass du auch schon draußen bist. Ich war direkt hinter dir, bin ich rausgefahren. Aber ich halte natürlich jetzt gar ziemlich viel Abstand. So, jetzt die erste gezeitete Runde für mich. Wie gesagt, im AlphaTauri habe ich auch nicht die größten Ansprüche. Also ich war jetzt wirklich bis jetzt in unserem Training einfach auch noch gar nicht so gut. Deswegen habe ich den AlphaTauri jetzt auch genommen. Und freue mich natürlich trotzdem auf die Saison. Und bin gespannt, ob ich trotzdem damit mithalten kann. Australien ja immerhin eine Strecke, die ich natürlich gut kenne und hoffentlich auch jetzt gut fahren kann. Birgt natürlich trotzdem große Gefahren auch. Ja, schade. Es hätte eine geile Runde werden können, aber mein Benzin ging in der letzten Kurve aus. Ich kam nicht mehr auf Tour. Ach du Scheiße. Und somit eine sehr, sehr scheiß Runde. Ich fahre in die Garage und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich eine bessere Zeit fahre. Das ist ja bitter. Ja, das ist natürlich bei mir so ein Problem, was Jan gerade schon angesprochen hat. Ich habe halt die Erwartungen halt leider mit Mercedes relativ hoch. Ich meine, ich kann die hoffentlich auch erfüllen, aber ja, ist halt immer ein Risiko irgendwo. Oh ne, mein Reifen ist ab. Scheiße! Ah, das ist genau das, die Stelle, wo ich Micha gesagt habe, da, wenn du da zu weit auf den Curb kommst. Links, rechts und du bist raus. Ja. Fuck! Okay, damit habe ich natürlich erstmal als AlphaTauri Platz 20. Was passt? Wobei, bis jetzt bin ich nur Platz 19, weil Mike noch nicht gefahren ist. Wow. Oh, jetzt bin ich scheiße rausgekommen hier. Oh, ich war gar nicht schlecht unterwegs. Ach man, und dann direkt in der ersten geteilten Runde. Oh, das nervt mich schon wieder. Ja, ich bin aber schon deutlich besser. Ja, in 1,25 fahre ich auch 1,24. Ich bin so, schon deutlich 1,24 tief vor allem. Ja, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Also, meine Runde war natürlich gut und ich bin auch sicher Erster. Aber Sektor 3 ist halt da, wo der Fehler drin war. Da bin ich nur ein Zehntel besser. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 308,3 Kilometer pro Stunde. Digga, ich hasse diesen Typen. Er gerade so, wir sind 20. auf dem Temporadar. Das geht gar nicht. Ich finde, nein, ich habe das nur nochmal wiederholt, weil ich das krass finde. Also ich finde es sau gut. Aber die Zeit. Hä? Das ist doch sau nice. Also ich finde das sau cool.
Also, ich guck hoffe, dir dass mal Jan an. So geht. Ja, der hat sich den Reifen abgefahren, das zählt nicht. Nee, das zählt nicht. Stimmt, du hättest ja 1,25 gefahren, da wärst du sogar voll weit vorne. Ich wäre 1,20 mit vorne sein können. Lass mal KI hochstellen. 1,20 wäre ich gefahren, ja. Genau. So, Leute, Rennstrategie, das wird natürlich für mich ganz interessant. Ja, total. Ich bin gespannt, wie die anderen natürlich fahren, aber ich werde... Ich werde gar nicht fahren. Ich werde gar nicht fahren, ja. Ich werde auf jeden Fall mein Auto erstmal leichter machen und dann werde ich meine Strategie nicht verraten, aber ich bin ja auch eigentlich, also mit, ich bin außer Konkurrenz von den anderen natürlich. Ja, Quatsch. Kavatsch. Kavatsch. Aber ja, doch, ich fahre mit der Strategie hier. Ihr seht es ja, ich bin jetzt. Also, ich fahre mit dieser hier. Wir fahren eh alle mit der gleichen. Ah nee, Jan ist ja hinten, ja stimmt. Ich bin hinten, ich darf meine Reifen frei auswählen. Also Guard kann ich schon mal losfahren. Aber ich bin mir gleich echt nicht sicher, Brennen ist es ja immer noch anders. Oh nein, der sagt schon wieder, bereite dich aufs Kuppel vor, das hat vorhin nicht funktioniert. Ich fahr glaube ich gleich einfach nicht los, weil ich nicht will. Ich fahr nicht los, weil es nicht geht. Weil das Kuppel nicht funktioniert. Es geht! Oh, ich kann losfahren! Wie krass ist das denn? Ich auch! Leider! Der erste Start in unserer Saison und wir müssen hier schon in der ersten Kurve aufpassen. Wir werden hier hart attackiert. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut war. Aber ich bin Platz 14. Lol, was? Hilfe, Jesus Maria! Wie hast du das denn gemacht, Alter? Ich bin eventuell gar nicht so schlecht gestartet, ausnahmsweise. Nee, das hatte ich nicht. Also, ich bin vor Micha jetzt, das ist natürlich ja, auch... Alter, ich bin echt gleich an euch dran, das ist so traurig. Micha, du bist jetzt direkt hinter mir, oder? Ja. Du machst Druck schon, scheiße. Ja, der wird dich hoffentlich gleich überholen. Oh ja! Ja! Hat er schon? Ich dreh mich! Ja. Mein Reifen ist ab. Er hat mich voll geschnitten. Ja, weil, nicht geschnitten, sondern ich bin, ich wollte beschleunigen und mein Reifen ist, weil es noch so kalt war, die weißen Reifen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja getestet, die weißen Reifen, die sind scheiße und, durchgedreht, mein Heck ist ausgebrochen, ich bin geschlingert, dadurch ist, Michael in mich reingefahren, weil ich halt in die Strecke geschlingert bin und, mein Flügel ist kaputt und ich krieg die Anweisung, Box, diese Runde Box. Fünf Runden gefahren, zweite Mal Box. Also Leute, das jetzt wisst ihr Bescheid, Jan ist raus. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, um zu sehen, was da passiert ist. Bei mir sieht's aktuell gut aus. Ich hab grad Michael überholt. Überrundet meinst du? Ja. Du wirst mit harten Reifen es ist halt schon scheiße, wie krass der Unterschied ist. Ich hab 15 Sekunden zu Platz 2. Nach sieben Runden. Wie das du irgendwie mit, also hier, ne, und so umstellst. Ich meine, das ist ja gar nicht so krass, wenn du jetzt sagst. Ich kann da aber nicht fahren, ich kann das nicht. Blockiersystem. Aber ich kann das nicht. Ja, eben, aber ich. Du bist dann genauso schlecht wie wir, ist doch gut. Wenn ich meinen Boxenstopp mache, dann stelle ich das mal um. Was stellst du um? Ja, irgendwas in den Fahrhilfen. Entweder Traktionskontrolle im Rennen. Oder ABS. Nee, Traktionskontrolle ist zu krass. Da drehst du dich dann direkt das erste Mal. Aber ABS aus ist. Ich bin halt noch nie damit gefahren, ist halt so das Problem. Ja, aber bei ABS aus da. Da schreist du jetzt plötzlich aus, so. Das ist gerade viel lauter als vorher. Ja, sag. Aber bei ABS aus, da drehst du dich nicht direkt gleich weg, sondern die Reifenabnutzung ist einfach größer und. Es kann sein, dass halt, wenn du zu stark bremst und halt die Reifen halt stehen bleiben, dass du dann halt ein bisschen über die Grenze halt drüber hinaus rutscht oder sowas. Aber das sieht man ja direkt, wenn die Reifen stehen bleiben und dann kannst du halt weniger bremsen. Also du musst halt einfach früher bremsen und sowas. Aber das Ding ist, ich hab's halt noch nie ausprobiert. Das Ding ist, wenn ich jetzt halt schon so einen krassen Abstand hab, dann wäre es vielleicht sogar schlau zu sagen, ich fahre jetzt dann 15 Runden oder so auf neuen Fahrhilfen. Gleich mal als Test. Vielleicht ist es gar nicht so dumm. Weil es ist halt, ich habe jetzt mittlerweile schon 20 Sekunden. Ich habe quasi 5 Sekunden in 3 Runden. Ich sehe es. Also du kannst, ich meine, selbst wenn du jetzt einen extra Boxenstopp machst, oh. Wow, wow. Okay, das ist meine Kurve. Ja, das war auch meine Kurve. Also meine Qualifying-Kurve.
Also Leute, wir sind immer noch ein bisschen am Ausprobieren, weil das Spiel ja auch noch nicht lang raus ist. Da ich einfach deutlich besser bin als die anderen beiden und auch logischerweise als die KI, werde ich jetzt, wenn ich dann in die Box gehe, die nächsten ein, zwei Runden, ABS ausstellen. Das heißt, ich habe dann richtig Struggle zu bremsen. Ich habe das noch nie ausprobiert und dementsprechend Angst habe ich davor, weil ich, wie gesagt, noch keine einzige Sekunde auf ABS ausgefahren bin. Ich probiere aber dann die nächsten 20 Runden auf ABS aus durchzufahren, um einfach ein bisschen zu trainieren. Und da werde ich dann Zeit verlieren und vielleicht dann wieder ein bisschen ähnlich bei den anderen sein. Okay, jetzt fahren wir mal auf Mager. Ich bin die ganze Zeit auf Fett gefahren. 10 Runden auf Fett kann man auch erstmal machen. So Leute, ABS aus. Let's go, ja, da sehen wir schon Schlittern. Ah, das wird so toll jetzt. Du musst vor allen Dingen mit den weißen Reifen jetzt aufpassen, wie gesagt, da hat es mich dann direkt in dieser Kurve hier weggedreht. Boah, man muss so krass aufpassen, die blockieren ja richtig krass. Ja, vielleicht bist du dadurch langsamer. Ja, schon ein bisschen, ja. Ich hoffe halt nur nicht, dass ich rausfliege. Quatsch. 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 Schaust du gerade mich dazu, ja, ne? Nee, dir. Echt? Weil ich doch sehen will, wie es funktioniert. Boah, leck. Da bleibt ja gar nichts stehen. Hast du nicht gesehen? Bei mir raucht alles. Du musst mal vielleicht in der Onboard. Ja, safe. Alter, wie du die Kurve halt auch nehmen kannst, ist, also bei mir, es geht gar nicht. Also, jetzt, das wird jetzt spannend wieder. Oh, ich muss schon deutlich langsamer hier reinfahren. Jetzt ist gerade nicht stehen geblieben, aber es ist schon langsamer. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh, da. Ui. Oh, da, ja, da ist. Ist mal wieder da. Ja, es kostet schon ein bisschen. Und es kostet auf jeden Fall. Reifen und Zeit, auf jeden Fall. Aber ich denke, man gewöhnt sich dran. Ich will ja nicht in jeder Kurve, dass die Reifen durchdrehen oder blockieren oder wie auch immer man das nennt. Deswegen. Nee, das willst du nicht. Weil das ist ja ein Reifenverschleiß, ne? Und das ist ja auch scheiße fürs Fahren. Ja. Deswegen muss ich halt echt langsamer reingehen. Das merkt man schon. Aber es geht, also es geht wirklich. Man kann das schon schaffen. Du hast halt nur ein Problem, wenn du den Bremspunkt verpasst. Habe ich gerade wieder gemerkt. Weiß nicht, ob du mir immer noch zuschaust, aber gerade habe ich es wieder gemerkt, wenn ich den Bremspunkt ein bisschen verpasse, dann musst du ja stärker bremsen, zwangsweise, weil sonst verkackst du halt, ne? Und ja. Dann hast du ein Problem, weil dann blockieren sie. Bin übrigens ja, auf Minus... Ich weiß nicht, wie das geht. Ach du Scheiße. Ich bin auf Minus 0,8 übrigens. Dann solltest du mal runterschalten. Ja, ja, ich habe schon auf Standard, bin jetzt schon auf 0,75. Alles ja, dass du auch bei Standard halt da noch plus, also das ist wirklich auch schon wieder unbegreiflich für mich. Aber nicht mehr so krass wie letztes Jahr, ist mir schon aufgefallen. Ich fange schon wieder schwitzen an gerade, mir ist ziemlich warm. Ich schwitze gerade nicht. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Rennens. So, jetzt diese Kurve mal besser nehmen. Ja, ja. Also man verliert schon ein bisschen Zeit, aber es ist halt in der Relation trotzdem zu wenig. Weil ich trotzdem immer noch besser fahre. Muss doch Traktionskontrolle ausschalten. Ja, aber das muss ich üben vorher. Das kann ich nicht während dem Rennen machen. Während dem Rennen wäre es ein bisschen irre. Aber Leute, ja, ich kann euch mal ein Update geben hier so, falls ich das nicht eingestellt habe. Jan hat es auch gesagt, ich gewinne immer noch Abstand zu dem Hintermann. Das heißt, auch wenn ich jetzt ABS aus habe, klar, manchmal zum Beispiel wie jetzt hier gerade, dreht es dann ein bisschen durch, blockiert es halt eben. Aber es geht, also es hält sich echt in Grenzen. Man kann schon trotzdem noch gut fahren. Dementsprechend muss ich echt gucken, dass ich vielleicht sogar ohne Traktionskontrolle fahre. Auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. Aber das wäre schon krass. Kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Also ich muss natürlich dann mega üben, weil es halt schon schwer ist. Aber ich würde dann ohne irgendeine Fahrhilfe fahren. Nur Boxenstopp-Assistent, was ja nicht wirklich eine Fahrhilfe ist. Kleines Update an Jan und auch an die Zuschauer. Mein Benzin ist jetzt übrigens auf Standard wieder bei 0,3.
Also bei minus 0,3, aber trotzdem von 0,8 auf 0,3. Schon krass. Und raus. Oh, der Reifen ist ab. Ah, Mann, jetzt fahre ich alleine. Es war die Links-Rechts-Kurve, die uns irgendwann zum Verhängnis geworden ist. Leute, jetzt ist auch Micha raus. Ah, raus und ja, schade. Jan, du kennst dich ja ein bisschen aus. Was würdest du sagen? Ich bin jetzt 8 Runden auf, oder 9 auf weiß. Was würdest du sagen, ist so ein Reifenverschleiß realistisch? Ich will wissen, ob ich mit ABS jetzt weniger oder mehr habe. Das weiß ich nicht. Also vielleicht, sagen wir mal so, roundabout 20, würde ich mal schätzen, 20%. Ja, dann hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert. Also ja, klar, du weißt es jetzt auch nicht sicher, aber ich bin auf 15. Alter, nee. Das ist doch schon wieder asozial. 15% nur. Ja. Hau ab! Kannst einfach noch... Alter! Er fährt einfach rüber auf die Ideallinie! So ein Arschloch! Also, Weltmeister Mike, herzlichen Glückwunsch! Ja, wenn es so weitergeht. Erstmal Hände putzen nebenbei wieder. Alter, du hast 32 Sekunden Abstand. Wow! Oh, Scheiße, siehst du es blockiert? Nein, man hat nichts gesehen. Alter, ich habe gerade richtig blockiert. Außerdem hast du die Kurve doch trotzdem gut genommen, alles. Nee. Das ist für mich schon nicht gut genommen. Doch, also für mich war das schon gut genommen. Also so gut mache ich es eigentlich nie. Ich würde sagen, fast perfekt. Vor allen Dingen, wie du die Kurve nimmst, also diese, ich kann die nicht, diese rechts, links da. Ich finde es schön, dass sie mich lobt. Ich brauche das auch mal. Dann kommt die Kurve, die ich nicht kann. Welche denn? Ja, die links, rechts. Ach, die ja. Im dritten. Da, wo du immer so krass abkürzt. Mach ich nicht immer. Na, jetzt nehme ich die perfekt, jetzt okay? Jetzt kommt sie. Jetzt nehme ich und sie perfekt. Und da dreht sie mich immer raus. Darfst dich da nicht weit raustragen lassen. Ja, abgekürzt. Wo denn? Ja, rechts natürlich. Ach, Quatsch. Quatsch. Das macht man so. Ich find's so krass, wie du die Kurven alle richtig gut fährst. Ich stell mal auf Fett. Und dann auch noch so schnell, also wenn ich die gut fahren will, auf der Linie quasi, dann bin ich einfach langsam. Die hier, die kann ich nicht so richtig rudern. Doch, also, das sah richtig gut aus. Die kann ich nicht, die Jacht mit 300 Sachen durch. Ja, du bist so doof, Mike, wirklich. Ja, danke. Jede Kurve sieht bei dir so gut aus und, so, oh, und du bist auch noch schnell dabei und dieses Lob fließt wie Öl. Die Kurve, wenn ich da raus beschleunige, es dreht mich immer. Mhm, hab ich gemerkt. Also weil da, ich darf da überhaupt nicht auf dem Gas sein. Ja, da war Mike ich gerade auch lang. Mike gibt da Vollgas, die ganze Zeit. Nee, da, jetzt gerade war ich. Die ganze Kurs. Hat Mike vielleicht Bremshilfe an? Ja. Lila Sektor mit weißen Reifen. Ja. Oder Lenkhilfe. War jetzt gleich noch eine Bestzeit. Lenkhilfe gibt's auch? Ja. Spurhalteassistent, oder? Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, mein Grip lässt bald nach, nice. Ich gehe gleich nochmal in die Box. No, ich würde nochmal in die Box gehen. Ja. Einfach weil du das kannst. Dieses Mal habe ich abgekürzt. Durch die Box ins Ziel fahren. Genau. Das wäre schon ein krasser Move. Wird man wahrscheinlich wegen Unsportlichkeit disqualifiziert. Oh, siehst du? Ein Unfall. Oh, oh, oh! Da war blockieren. Da war das Reifen blockieren am Start. Jetzt habe ich keine Bestzeit mehr. So ein Dreck. Oh, Grosjean auch raus. Ja, Grosjean ist raus. Leute, wie viele rausfliegen. Leute, wir haben wieder einen, der rausgeflogen ist, Grosjean. Bei mir, kleines Update, läuft super. Also, es ist zu krass. Also, es ist wirklich, ich muss echt im nächsten Rennen gucken, dass ich Traktionskontrolle ausstelle. Das Problem ist, das nächste Rennen nehmen wir direkt jetzt auf. Und ich habe noch nie mit ohne Traktionskontrolle... Mit ohne. Ich habe das noch nie ausprobiert. Mit ohne Fleisch. Ich habe es noch nie ausprobiert und deswegen habe ich schon ein bisschen Angst davor. Aber dieses Rennen ist eigentlich gelaufen. Ja. Ja, gerade merkt man den Grip auf jeden Fall, dass er nachlässt. Naja, ja, muss man auf jeden Fall machen. Behinderte weiße Reifen. Ja, ich muss auch mal auf Rot wechseln.
Kann man machen. Ich fahre gerade übrigens seit 3 Runden auf Fett und bin immer noch im Plus. Also dass kein Safety Car raus, also es verwundert mich tatsächlich. Wundert mich auch ziemlich. So Leute, letzte Runde, letzten 2-3 Kurven und Bremsplatten. Es ist echt super gelaufen, das Rennen für mich. Ich muss echt jetzt Traktionskontrolle nochmal ausstellen, aber dann nächstes Rennen wird ziemlich, ziemlich schwierig. Dieses Mal hat es funktioniert. Glückwunsch. Danke, danke. Ja, Glückwunsch. Boah, ich schwitze richtig. 26 Punkten müssen es sein, ne? Ja. Wer leckt? Ich? Jan. Was? Fahrer des Tages, Albon, nice. Hab ich auch auf dem T-Shirt. Irgendwo. Da, Albon. Kauft euch den Merch übrigens, Leute. Ich bedanke mich dann hier fürs Zuschauen. Bedanke mich natürlich auch für den ersten Pokal. Und solche Pokale, die möchten wir noch wieder abholen, die nächste Zeit. Und da müssen wir mal schauen, dass das weiterhin so gut läuft, auch mit ohne Traktionskontrolle. Ja, ne? Macht's gut, Leute. Schaut, wie gesagt, bei den anderen vorbei, wie die beide rausgeflogen sind. Könnt ihr euch unbedingt geben. Und, und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Rennen bei rein. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.